Hallo Lieben und herzlich willkommen beim Weil du schön bist Monatstarot. Ich bin Julia, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Diese Kartenlegung ist für die Geburtstagsstiere da draußen, beziehungsweise auch wenn dein Mondzeichen oder dein Aszendent im Stier ist, dann kann es sein, dass du hier jetzt mit dieser Kartenlegung resonierst. Was mache ich heute? Ich ziehe das Lenormand und dann darüber auch nochmal das Tarot. Wir haben also beide Methoden heute wieder miteinander vereint und kombiniert. Ich finde es einfach immer ziemlich cool, weil es wirklich zwei unterschiedliche Arten und Weisen sind und man bekommt unterschiedliche Infos von den jeweiligen Methoden. Wenn du deine eigene persönliche Kartenlegung haben möchtest, alle Infos dafür findest du unter dem Video. Das ist avalonrituals.com. Die Seite kannst du oben rechts auf Deutsch umstellen und kannst dann direkt auf eine Kartenlegung mit mir buchen. Wenn du Fragen vorab hast, melde dich gerne per E-Mail, WhatsApp oder Instagram. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video, was ich als erstes machen werde. Ihr kennt es auch schon aus den anderen Videos, dass ich die Klangschale anschlage. Aber ich werde ein bisschen das Ganze ein bisschen... Das ist sie nämlich. Ich habe eine neue Klangschale und werde damit eine kleine Einstimmung machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will direkt auf den Punkt kommen und zu meiner Kartenlegung. Dann gehst du einfach jetzt so ungefähr 3 Minuten, da geht deine Kartenlegung dann los. Das siehst du daran, dass die Karten dann auf dem Tisch liegen und du auch die Karten siehst. Und für alle, die sagen, oh, ich kann gerade ein bisschen Entspannung gebrauchen, du kannst jetzt deine Augen schließen, ein bisschen entspannen und dann geht es los. Auslegen. Ich habe auch ein neues Deck und du bist jetzt, oder ihr seid die Ersten, die mit dem neuen Kartendeck die Karten gelegt bekommen. Deswegen, ich werde sie jetzt einmal mischen und auslegen für euch. So ihr Lieben, also, was man einmal immer dazu sagen muss, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Die Karten sind ein bisschen kleiner, aber ich finde sie mega, mega schön. Ihr könnt mir ja mal ein Feedback zu den Karten geben oder ob ihr sagt, nee, mach mal wieder die anderen Karten. Was du wissen musst, ist, dass du auch in dieser Kartenlegung bist und zwar als die Dame hier, egal ob du jetzt männlich oder weiblich bist, während wiederum die Person, für die du romantische Gefühle hast, also dein, sagen wir mal, dein Herzblatt oder ja, die, wie gesagt, die wichtigste Person oder die gerade für dich die größte Rolle spielt, ist hier eben in dem Bereich, das kann auch ein Ex-Partner sein oder jemand, mit dem du noch nicht zusammen bist oder ein aktueller Partner. Die Person ist hier jetzt als Mann. Auch da wieder, wenn du als Mann schaust, es spielt hier wirklich keine Rolle, wie das Geschlecht jetzt gerade ist. Du bist hier die Person und eben die andere Person hier wäre dann dein Love Interest, wie man so schön sagt, auf Englisch. Also, lass uns doch mal schauen, was haben wir denn hier Schönes? Das Erste, was ich sehe, ist, dass hier was reinkommt. Es kommt eine Veränderung, es kommt eine Entscheidung. Es kann sein, dass du mehrere Optionen hast. Wir gehen natürlich jetzt gleich tiefer, aber das ist jetzt das Erste hier. Also im Mai ist eine Entscheidung fällig, mehrere Optionen, wie geht es jetzt weiter und dass man halt einfach schaut, okay, in welche Richtung bewegt man sich jetzt weiter. Wir haben hier auch im Prinzip eine karmische Situation liegen. Mit dem Kreuz sehe ich das immer als das Karma an. Das ist also eine Lebensaufgabe, eine Lektion. Vielleicht bist du durch eine, ja, in der letzten Zeit wirklich durch eine gewisse Lebensaufgabe gegangen, wo du auch gemerkt hast, Mensch, hier
Da gehe ich gerade echt durch eine ganz intensive Zeit. Diese intensiven Zeiten sind auch immer dafür da, dass wir als Seele und natürlich unsere Persönlichkeit auch weiterentwickeln und lernen und wachsen. Und ich habe das Gefühl, diese Entscheidung, die hier getroffen wird, die hat schon auch was Schicksalhaftes. Das kann auch was mit Spiritualität oder mit deinem Glauben hier zu tun haben, wo du halt wirklich guckst, okay, woran glaube ich? Woran glaube ich? Und da geht es auch darum, eine Entscheidung zu treffen, würde ich sagen, wo du auf deine innere Stimme hörst und wirklich deinem Gefühl und deinem Glauben folgst. Wir haben hier dann auch noch die Routen. Die Routen kann sein, dass da also grundsätzlich auch immer mal wieder Streitgespräche oder Konflikte sind in dieser Situation. Vielleicht ist das generell hier ein Konflikt, dass du dich hier für irgendwas entscheiden musst. Das alleine könnte ein Konflikt sein. Wir finden eine weitere Bedeutung, wenn wir einmal schauen, die ist im Hause des Schiffes. Das Schiff bedeutet einmal die Sehnsüchte und Wünsche, die man hat. Das kann auch ein gewisses Fernweh sein. Vielleicht ist da also ein Konflikt, was das Reisen angeht. Ein Konflikt, was deine inneren Wünsche und Sehnsüchte angeht. Und ich habe das Gefühl, für viele geht es hier wirklich um, ja, um einen eigenen Seelenweg, die Seelenbestimmung, den Lebensweg, um wirklich jetzt einmal zu schauen, hey, in welche Richtung möchte ich denn von hier weitergehen? Ich habe das Gefühl, viele von euch werden Entscheidungen treffen, die sehr schicksalhaft sind, wo es wirklich darum geht, den eigenen Glauben zu folgen, woran man selber glaubt, und das kann eben durchaus sein, dass man damit vielleicht auch ein bisschen im Konflikt ist. Vielleicht glaubst du selber nicht so sehr an dich und deine Fähigkeiten und dein höheres Selbst, was dich immer leitet, weshalb hier diese Sehnsüchte, die da liegen, dass du damit so ein bisschen im Konflikt stehst. Spannenderweise, wenn wir hier mal Richtung Sehnsüchte gehen oder beziehungsweise Richtung Konflikte, da sehen wir auch, hier ist der Sarg drauf. Also das scheint das so zu sein, als ob im Moment auf deinen Wünschen und Sehnsüchten, was wir ja hier im Prinzip hatten, und da liegt der Konflikt drauf, deswegen gehe ich da jetzt einmal weiter. Okay, worum geht es hier mit dem Konflikt? Mit dem Konflikt geht es darum, dass da gerade ein Stillstand ist. Und ich glaube, das ist die Entscheidung, die hier getroffen wird, dass dieser Stillstand, dass es quasi weitergeht. Okay, wie entscheide ich mich jetzt? War jetzt lang genug Stillstand, jetzt geht es wieder voran, aber in welche Richtung wird jetzt gegangen? Schauen wir doch mal. Du selber bist im Hause des Hundes. Das bedeutet grundsätzlich, kann ich mir vorstellen, das ist das Haus der Unterstützung. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht viel Unterstützung von dir selber gerade kommt, dass du vielleicht bist du fühlst du dich auch gerade ein bisschen, dass quasi du immer diejenige bist, die immer irgendwie unterstützt. Das kann sein, es kann grundsätzlich sein, dass du einen tollen Freund, eine tolle Freundin hast hier, einen tollen Support, eine tolle Unterstützung grundsätzlich. Aber was ist im Hause der Unterstützung? Du bist im Hause der Unterstützung und der Hilfe, wo ich das Gefühl habe, dass du sehr viel aus eigener Kraft hier tatsächlich auch machst. Schauen wir doch mal, wie es hier um dich herum steht. Beziehungsweise lass uns doch mal ein bisschen konkreter jetzt in ein gewisses Thema reingehen. Wir haben hier das Thema Partnerschaft liegen und beziehungsweise das Haus der Partnerschaft und da ist der Berg drauf. Da sehe ich, im Thema Partnerschaft haben wir hier eine Blockade oder eine Herausforderung. Schauen wir doch mal, wo der Ring an sich liegt, weil das ist wieder für die Partnerschaft. Liegt auch schon mal hier neben dem Mann. Gehe ich also erstmal mit dieser Kombination davon aus, dass in deinem Leben durchaus ein Mann ist, mit dem du verbunden bist auf eine Art und Weise. Der Konflikt liegt aber im Haus der Schlange. Und wir kommen da jetzt auch gleich nochmal dort unten hin. Das ist nämlich ganz spannend hier. Der Konflikt oder beziehungsweise diese Blockade in der Partnerschaft. Schauen wir mal, wo die Partnerschaft liegt. Im Hause der Schlange, sprich, es kann gut sein, dass für viele von euch auf irgendeine Art und Weise noch eine andere Frau eine Rolle spielt. Das kann für diese Person jetzt einen Ex-Partner darstellen. Vielleicht weißt du aber auch, dass dein Partner im Prinzip eine Affäre hat, wobei ich sagen möchte, die Karten, die um deinen Partner herum liegen oder um die Person, mit der du es zu tun hast, würde ich jetzt nicht gelten als, dass er irgendwie was mit wem anders zu tun hier hat. Aber wir haben die Schlange auch in seinem Haus. Das heißt, was ist quasi in dem Haus deines Liebesinteressenten oder wie man so schön, das wäre jetzt das englische Wort auf Deutsch übersetzt, aber deines Herzblattes, ich bleibe mal bei dem Wort, da haben wir die Schlange. Also irgendwie scheint da eine andere Frau noch eine Rolle zu spielen. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, wo ist er denn hier? Also es kann sein, dass da wirklich Verstrickungen sind, ne? So, und dass das eben die Partnerschaft mit dir im Prinzip noch blockiert.
Dann schauen wir doch mal, wo ist er denn? Er ist im Hause des Stillstandes. Man könnte auch sagen, mit dieser Karte, oder das ist auch das Haus der Trauer, auch hier könnte es darauf hindeuten, dass er vielleicht gerade noch etwas betrauert. Vielleicht ist da was in den Verlust gegangen bei ihm und es ist noch eine alte Beziehung, wo er quasi da noch trauert, weil er eben im Hause der Traurigkeit ist und des Kummers, aber auch im Hause des Stillstandes. Es kann auch grundsätzlich sein, dass es für dich heißt, dass im Prinzip mit dieser Person aktuell Stillstand ist. Ich glaube aber nicht, dass aktuell kompletter Stillstand mit dieser Person ist, denn wir haben hier im Hause der Liebe die Blumen und das heißt, da ist schon eine große Anerkennung. Da ist Anerkennung, Komplimente, Schmeicheleien. Das hier grundsätzlich erstmal sehr schön. Aber dann haben wir das Herz direkt daneben und das ist im Haus der Mäuse. Sag mir also, da nagt etwas an deinem Gefühlsleben. Und das macht generell auch total Sinn, würde ich sagen, wenn eben hier noch eine Partnerschaft blockiert ist, weil eben vielleicht noch eine andere Frau mit involviert ist, dass er vielleicht einfach noch nicht so weit ist. Aber ich möchte sagen, hier haben wir den Storch und der Storch, der steht für eine innere Transformation. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, weil er jetzt im Hause des Stillstandes ist oder auch, man könnte sagen, das ist das Haus des Endes. So, was endet denn? Für manche von euch kann das bedeuten, dass diese Partnerschaft vielleicht beendet ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, für viele geht es hier wirklich um so eine Geschichte, wo eben vielleicht die Ex-Ehefrau, die Ex-Partnerin noch eben eine Rolle spielt. Da sind noch Verstrickungen, die hackt immer wieder rein. Ja, und dementsprechend haben wir da immer wieder auch eine Blockade in dieser Partnerschaft. Die Blockade, ich komme hier gleich nochmal weiter drauf zu sprechen, Blockade liegt auch hier, da ist das Privatleben drauf, also das Haus liegt im Hause der Blockade, also da ist wirklich eine Blockade im Privatleben, das erschließt sich für mich hier sehr eindeutig, habe ich so das Gefühl, aber hier ist auch eine Transformation. Die Person geht durch eine Transformation und hier haben wir, das ist auch spannend, den Bären. Der Bär kann grundsätzlich für die eigene Kraft stehen, für die eigene Stärke. Ich habe aber das Gefühl, dass das eventuell noch diese andere Person auch mit widerspiegelt, weil der Bär ist auch jemand, der Einfluss hat. Und da habe ich das Gefühl, da ist vielleicht noch eine Person, die gewissen Einfluss auf die Person hat, mit der du eben gerne zusammen sein möchtest oder vielleicht auch zusammen bist. Kann auch natürlich sein, dass es hier eben ein Ex-Partner ist und da eben eine andere Person eben reinspielt. Aber ich sehe eben auch, wir haben hier im Hause der Liebe, was ich schon sagte, die Komplimente liegen. Wenn wir jetzt ihn einmal weiterschauen, welche Karten hier noch eine Rolle spielen, da gehe ich einmal runter um das Herz. Das nennt man auf Englisch Knighten, also das ist ein Ausdruck vom Schach, wo man immer nochmal mehr Informationen bekommen kann und da sehe ich schon, da liegt aber auch die Liebe auf ihn drauf. Ne? Also da liegt schon eine, würde ich sagen, da liegt schon eine Liebe, Anerkennung, Schmeicheleien und so weiter. Also das ist schon alles auch mit dieser Person hier vorhanden. Gleichzeitig, lass mich mal schauen, habe ich hier auch noch das Schiff. Also da habe ich auch mit diesen beiden Karten das Gefühl, dass diese Person schon deine Sehnsüchte widerspiegelt im Bereich Gefühlsleben, im Bereich Liebe, dass das eigentlich das ist, wonach du dich sehnst. Jetzt wird es spannend. Erinnert ihr euch an das Erste, was ich gesagt habe? Hier Sehnsüchte. Deine Sehnsüchte und da ist... Okay. Oh mein Gott, okay. Jetzt kommen gerade sehr viele Informationen rein. Okay, diese Person, die hier liegt, spiegelt deine Sehnsüchte wider. Ich habe aber auch das Gefühl, dass du das auch widerspiegelst für diese Person. Das heißt, du bist schon auch das, wonach diese Person sich hier sehnt. Deswegen haben wir hier auch die Anerkennung, die Schmeicheleien liegen. Da ist aber noch eine Sache, die einen großen Einfluss auf ihn hat oder sie. Das geht aber in die Transformation rein. Ich habe hier auch diese Verbindung liegen, von der ich sagen würde, okay, einmal bedeutet das, dass du mit dieser Person eine Verbindung hast, vielleicht sogar in einer Beziehung bist. Diese Beziehung ist aber immer wieder blockiert aufgrund irgendwas aus dem Privatleben. Schauen wir mal, was in seinem und hier nochmal ist. Ne? Da ist eben diese andere Frau, die da noch liegt, die auch hier auch in der Beziehung noch liegt, also in eurer Beziehung, auf wie auch immer der Status ist, hackt immer wieder eine andere Frau rein.
Schauen wir jetzt mal hier, weil die Sehnsüchte hier ja auch eben damit zu tun hatten. Gehen wir wieder hier hin, ins Haus der Sehnsüchte. Da sind die Konflikte, ne? Da sind die Konflikte. Was ist in den Konflikten? Irgendwas, das beendet ist, irgendwas, das stillsteht. Und da haben wir dann wieder ihn. Also ich habe das Gefühl, diese Konflikte, die hier sind, liegen hier, weil er, sorry, wenn ich jetzt er sage, er oder sie, wirklich da noch blockiert ist einfach. Und vielleicht hat diese Entscheidung hier dementsprechend auch damit zu tun, dass du jetzt sagst, okay, glaube ich wirklich an die Beziehung? Lohnt es sich? In welche Richtung gehen wir jetzt weiter hier? Sehr, sehr spannend. So, schauen wir uns nochmal, ja, worüber denkst du nach? Wir haben hier eine gewisse, mit dem Anker bedeutet das immer das Festhalten oder auch eine gewisse Stabilität, ist im Haus, und das ist spannend, weil das ist im Hause der Sense. Und die Sense sagt, Cut. Da möchte jemand einen klaren Schnitt machen. Aber da ist der Anker. Und der Anker steht fürs Festhalten. Das heißt, ich habe das Gefühl, in dieser Situation ist für dich das immer wieder so ein Hin und Her. Es ist so, schneide ich es komplett ab oder halte ich jetzt dran fest? Und da ist die Frage, woran glaubst du? Was fühlst du? Was ist dein Glauben in dieser ganzen Geschichte hier? Was ist unter dir? Was willst du am liebsten so ein bisschen wegdrücken? Da haben wir die Vögel. Vögel, Stress, Nervosität, ist im Hause des Buches. Das Buch, da kommen wir gleich nochmal hier in die Mitte. Das Buch kann grundsätzlich ein gewisses Wissen, das ist Fakten. Manchmal kann es auch auf ein Geheimnis hindeuten. Vielleicht irgendwas, was im Verborgenen liegt. Vielleicht ist irgendwas, was nicht ganz öffentlich ist oder im Verborgenen liegt, was gewissen Stress hier auslöst. Oder eine gewisse Nervosität. Das kann auch sein, dass da so ein paar Fakten sind, die einfach auch eine gewisse Nervosität auslösen. Oder das kann auch für die Wahrheit stehen. Das Buch kann auch für die Wahrheit stehen. Und du siehst einfach die Wahrheit dieser Situation jetzt hier ganz genau. Und das verursacht hier schon auch immer wieder Stress. Welche Karten haben wir hier rechts und links von dir? Also, wir haben hier mit dem Klee schon eine gewisse Leichtigkeit, ne? Eigentlich habe ich das Gefühl, du bist eigentlich jemand, wie man so schön auf Englisch sagt, du bist auch recht easygoing. Also, so eigentlich kann man es mit dir auch echt leicht haben, sage ich mal, ne? So, hier. Gleichzeitig sagt diese Karte auch aus, da liegt auch Glück an deiner Seite. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da ein Schutzengel wirklich immer wieder auch an deiner Seite ist, wo es dann glückliche Zufälle gibt. Dann auf der anderen Seite haben wir die Mäuse, ja, und da nagt was an dir. Das kann auch sein, dass es vielleicht so ein bisschen diese Situation hier, die ja mit der Liebe zu tun hat, weil die Liebe im Haus der Mäuse ist. Mäuse finden wir wiederum neben dir, hat also eine Verbindung. Haben wir hier die... Sorry, ich weiß, ich rede immer so schnell. Ich habe das in den Kommentaren gelesen, dass ihr findet, dass ich zu schnell rede. Es ist tatsächlich so, wenn ich in den Kartenverlegungen bin, dass es nur so zack, zack, zack geht und die Informationen so schnell reinkommen. Also entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen zu schnell rede. Mir ist es gerade aufgefallen wieder. Ich werde mich bemühen, ein bisschen langsamer zu reden. Die Mäuse, jetzt mit Absicht, die Mäuse... sind erstmal neben dir. Und das bedeutet, da nagt was an dir. Das kann auch sein, dass irgendwas vielleicht auf deinen Selbstwert nagt oder an dir nagt im Thema Selbstwert. Gleichzeitig ist das im Hause des Turmes. Und der Turm, oh, jetzt fällt es mir echt schwer, so langsam zu reden. Der Turm bedeutet Rückzug, Trennung, dass man sich von Gefühlen auch schützen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass hier immer wieder so eine Situation ist, wo man plötzlich sich in den Turm zurückzieht. Und dann ist so, oh, dann ist so das, die Energie von Rückzug, Trennung, die Gefühle kommen nicht an. Es ist eine recht kühle Energie dann auch dazwischen und das nagt so an dir, ne? Ich habe das Gefühl, hier ist auch so ein Hin und Her. Weil wir auf einer Seite eben die Liebe haben, die Hoffnung, die Wünsche, die Anerkennung. Auf der anderen Seite hier noch die andere Person, die da mit reinhackt und die da wirklich auch eine Blockade ist. Und das nagt schon so ein bisschen an dir, dass eben dann mit dem Turm da auch immer wieder quasi ein Rückzug ist. Der Turm liegt im Hause der Lilien. Lilien können auch für die Harmonie stehen einer Sache. Wo man sagt, okay, da ist immer wieder eine Trennung der Harmonie in dieser Geschichte drin. So. Oh Mensch, das macht mir so Spaß. Ich liebe auch tatsächlich dieses Kartendeck hier. Ich habe das Gefühl, da ist eine ganz gute Verbindung. Sagt mir doch mal, wie ihr dieses Kartendeck findet oder ob ihr lieber wollt, dass ich wieder zu einem anderen zurückgehe.
Schauen wir doch mal, was hier in der Mitte liegt. Wir haben hier also nochmal Wissen, Fakten. Hier haben wir aber die Öffentlichkeit. Irgendwas, was öffentlich ist. Also das können hier schon öffentliche Fakten sein. Aber auch irgendwas aus dem Privatbereich hier. Und dann haben wir hier die Ängste und die Sorgen, dass irgendwas eben vernebelt ist oder nicht ganz klar ist. Unklarheiten, genau, das ist das Wort. Also Unklarheiten liegen auch auf der Öffentlichkeit. Das heißt, es kann sein, dass hier, was ich ja auch schon sagte, es kann sein, dass hier irgendwas so ein bisschen im Verborgenen ist, nicht ganz öffentlich ist, mit dem Buch auch wieder hier. Wobei das Buch eben auch für Fakten stehen kann, für Wissen, die Wahrheit einer Situation. Und das kann jetzt grundsätzlich auch generell zu tun haben mit der öffentlichen Situation hier, weil wir hier auch Vernebelungen hier haben im Bereich der öffentlichen Situation. Es kann natürlich auch eben, weil die Blockade hier auch schon reinkam mit dieser Person sein, dass eben da ist eine Blockade im privaten Bereich. Irgendwas mit der Öffentlichkeit, was vernebelt ist, vielleicht ist es eben einfach auch nicht komplett öffentlich hier, dass irgendwas in der Liebessituation nicht ganz öffentlich ist. Dann haben wir hier aber auch einen Neustart mit der Öffentlichkeit. Also das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, dass hier doch eine Veränderung, ein Neustart reinkommt. Und dann haben wir ja auch spannenderweise das Buch im Hause der Vögel, so wie die Vögel im Hause des Buches sind. Also da ist so ein bisschen Stress und Nervosität aufgrund gewisser Fakten, durch irgendwas, was du dazulernst an Informationen. So, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einmal so, dass ich darüber jetzt das Tarot ziehe. Denn ich habe das Gefühl, was so die Fakten der Situation angeht, die haben wir jetzt hier schon ganz gut gesehen. Ich würde jetzt einmal... Und schaut mal hier, was, diese gleiche Situation, die ich hier gemacht habe mit ihm oder ihr, kann ich mit dir auch machen. Und da sehe ich, da komme ich zur Schlange und zum Buch. Fakten über die Schlange, also die Wahrheit über diese Situation mit der Schlange im Prinzip. Hoppala. So, jetzt schauen wir mal, welche Informationen wir hier bekommen. Wie geht es weiter im Mai für die Stiere, Stiere, Sonne, Mond und Aszendent? Wie geht es weiter? Oh wow, jetzt muss ich erstmal gucken, wie lege ich das hier am besten? Ich glaube, ich fange mal hier an. So, da haben wir die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist grundsätzlich, kann ein Feuerzeichen sein. Das ist eine Person, die sehr ermunternd und unterstützend ist. Die ist sehr positiv. Und da haben wir jetzt auch, das haben wir die Situation hier. Das könnte deine Energie auch sein. Es muss also nicht ein Feuerzeichen sein. Es kann einfach sein, dass du grundsätzlich jemand bist, der dich jetzt selber wirklich unterstützt, dass du selber wirklich schaust, hey, was brauche ich, wie bekomme ich meine Bedürfnisse erfüllt und so weiter und so fort, dass du quasi dein eigener Support hier bist. Kann aber auch sein, dass wirklich eine Person jetzt im Mai einfach eine große Unterstützung ist. Und das kann durchaus eine Frau sein, das kann ein Feuerzeichen sein, aber du erkennst sie daran, dass sie wirklich sehr, sehr unterstützend und positiv einfach auch ist, sehr optimistisch. Wir haben hier das Weggehen von einer Situation, also vielleicht hilft die dir hier eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist jetzt für diejenigen, die sagen, hier, weil hier ist eine Entscheidung und was die Entscheidung jetzt für jeden Einzelnen von euch bedeutet, welche Entscheidung du persönlich triffst in dieser Situation, die ja hier sehr offen liegt. Für manche bedeutet es vielleicht wirklich davon wegzugehen von dieser Situation. Vielleicht glauben manche nicht mehr daran, dass es... sich verbessert oder dass es sich ändert. Und wir haben hier auch den Neustart liegen. Das kann auch sein, mit dieser Karte, irgendjemand bewegt sich weg von etwas Emotionalem. Vielleicht kann es auch sein, dass der Mann sich jetzt endlich wegbewegt von dieser anderen Geschichte. Das könnte eine Sache sein. Vielleicht gewinnst du aber auch ein bisschen Abstand zu den Gefühlen hier. Und auf jeden Fall haben wir hier einen Neustart liegen. So. Einen Neustart mit sehr viel Fülle. Die 10 der Münzen ist im Prinzip Fülle in jeder Lebenslage und dass du das manifestierst. Du hast sehr starke Manifestierungsfähigkeiten, die du als Stier, würde ich sagen, grundsätzlich hast. Du kannst wirklich das, was du dir vorstellst, in deine Realität ziehen und bist grundsätzlich, glaube ich, sehr gut an Dingen zu arbeiten und auch deine Ziele zu erreichen.
Wow, schaut euch das an, den König der Münzen. Das heißt, da kann es tatsächlich jetzt auch sein, dass wir hier deinen Partner haben oder Partnerin oder Liebesinteressentin. Oder eben, also dementsprechend könnte das sein, dass wir hier ein Erdzeichen haben. Es kann sein, dass das eine sehr erwachsene Person ist, die auch mit dir jetzt wirklich Schritt für Schritt an einer gewissen Stabilität arbeitet. Dementsprechend kann es sein, dass diese Karten hier einfach auch bedeuten, hey, da kommt ein Neustart der Stabilität rein. Da ist jemand jetzt auch wirklich committed, also sich auch wirklich verbindlich zu der Beziehung bekennen, könnte der Fall sein. Und der jetzt wirklich auch an der Stabilität arbeitet. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Wir haben hier ein immenses Wachstum. Das ist die Karte des Wachstums. Und das, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Ja, ich glaube, ich hatte das Seelenwachstum und das persönliche Wachstum schon angesprochen. Und hier geht es wirklich darum, dass diese Situation, in der du bist, dich wirklich weiter nach vorne bringt. Auf persönlicher Ebene, auf Seelenebene. Das ist auch so ein bisschen hier eine wartende Position allerdings. Das heißt, man kann auch sagen, okay, vielleicht ist man so ein bisschen in einer abwartenden Position. Vielleicht, das kann auch ein internes Weggehen von Gefühlen sein, wo man sagt, okay, das bringt nichts, wenn ich mich permanent so aufrege, die Situation ist, wie sie ist, und dass dadurch eben eine neue Leichtigkeit und eine neue Fülle reinkommt. Eben durch, man sagt immer, wenn du etwas innerlich loslässt, dann bist du natürlich viel, viel freier. Und dann kann es wirklich sein, dass diese Dinge plötzlich sich auch total shiften und sich total verändern. Und wie gesagt, hier einmal die Karte als Bestätigung, du gehst gerade, was ich auch am Anfang bereits sagte, durch einen massiven Wachstumsprozess. Und hier, wie gesagt, auch nochmal entweder ein Sternzeichen, ein Erdzeichen oder eben die Energie der Person, mit der du es hier zu tun hast. Und dann würde ich schon wirklich sagen, da ist jemand, der ist wirklich auch und sagt, hey, ich möchte das aber hier mit dir. Gib mir vielleicht ein bisschen Zeit. Manche Dinge brauchen noch ein bisschen. Ja. Okay, wir haben sechs Karten auf dem Tisch vom Tarot. Und es folgen noch weitere sechs. Die Königin der Schwerter. Ich glaube, das ist dieser Konflikt, der hier im Prinzip ist. Oder beziehungsweise nicht bei der Königin der Schwerter, das ist jemand, der sagt, hey, sorry, da kann ich jetzt echt nicht mehr drauf. Das tut mir nicht gut. Ich schneide mich jetzt von dieser Situation ab oder von den Gedanken ab. Hier habe ich das Gefühl, es geht wieder um das Loslassen einer Sache. Für manche von euch kann das sein, dass ihr sagt, hey, okay, dieses Hin und Her habe ich jetzt zu lange mitgemacht. Das kann ich nicht mehr. Ich gehe davon jetzt weg und dadurch kommt wieder eine neue Leichtigkeit hier rein. Ich habe das Gefühl, für viele könnte es auch einfach darum gehen, dass ihr irgendwas loslasst im metaphorischen Sinne gesehen und dass dadurch eine gewisse Leichtigkeit wieder reinkommt, ne? So, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, Loslassen des Herzschmerzes. Schaut mal, hier ist sogar das Herz neben dem Herz. Das ist eigentlich immer wieder dieser Stich ins Herz, der da wieder reinkommt. Und ich glaube, das liegt daran, weil, was ich ja schon sagte, Blockade, die Frau hier auch und so weiter und so fort. Und da habe ich das Gefühl, da kommt immer wieder so ein Schlangenbiss rein, ne? Immer wieder so ein Stich ins Herz, weil es dann doch nicht vorbei ist. Und da habe ich das Gefühl, dass da wirklich ein Loslassen stattfindet, ein Loslassen des Herzschmerzes. Und wie gesagt, für manche habe ich das Gefühl, ihr geht aus der Situation raus. Wobei wir dann auch wieder hier, der König der Münzen, das ist für mich eigentlich jemand, der ist so, eigentlich ist das wirklich hier die Stabilität. Deswegen klärt mich mal auf, wie ihr euch entscheidet. Und jetzt haben wir auch noch den nächsten König hier, König der Gefühle. Das ist jemand, der ist entweder ein Wasserzeichen oder sehr kreativ, sehr poetisch, sehr künstlerisch, sehr feinfühlig, sehr sensibel. Diese Person kann durchaus auch mit ihrer weiblichen Seite sehr in Kontakt sein. Und das ist spannend, weil auch gerade diese Karten würde ich eigentlich sagen, okay, da habt ihr eigentlich jemanden hier an eurer Seite, der wirklich auch schon sagt, hey, doch, ich will das mit dir, ich habe die Gefühle sind da und ihr beide habt auch die gleiche Art von Sehnsucht füreinander und eigentlich seid ihr beide genau das, was ihr euch erwünscht, aber da hakt dann immer noch irgendwie was dazwischen und ich habe eigentlich das Gefühl mit dieser Kombination, dass es hier wirklich darum geht, dass da eine Stabilität bei euch reinkommt und schaut mal, jetzt haben wir hier sogar die vier Stäbe, das ist das Leben wieder feiern, ne? Das ist sich am Leben erfreuen, das kann eine Feier, eine Hochzeit sein, aber grundsätzlich bedeutet das hier Freude haben und das hier, allein diese Karte ist ein sehr schöner Ausgang einer Situation auch. Okay, schauen wir nochmal, was hier weiter so passiert.
Und dann seht ihr, guck mal. Warte mal, ich ziehe jetzt direkt die letzte Karte. Und dann interpretiere ich nochmal das komplette Tarot. Okay, also, gut, hervorragend. Ich denke, die Situation aus dem Lenormand ist relativ klar. Ich glaube, ihr habt hier jemanden, der, entweder seid ihr diese Person, die wirklich eine sehr unterstützende und positive Person ist. Vielleicht unterstützt ihr auch, vielleicht seid ihr die Hilfe für hier euren Liebsten oder eure Liebste. Ich habe das Gefühl, dass es entweder eure Energie oder wirklich eine extrem hilfreiche Freundin, / Freund, der euch wirklich hilft und unterstützt in dieser Zeit. Denn es ist nicht leicht für beide Parteien. Hier wird sich von etwas emotional wegbewegt. Hier ist ein Neustart und hier ist auch ein Neustart der Stabilität. Ich habe das Gefühl, hier geht es auch nochmal darum, dass diese Person sich eventuell wegbewegt hat von der anderen Frau. So, aber eigentlich hier schon relativ standfest ist und sagt, ja, es dauert vielleicht noch ein bisschen hier. Auch da kommt immer wieder der Herzschmerz rein und das auch irgendwie loszulassen und sich davon wegzucutten, also abzuschneiden. Cord Cutting im Übrigen immer eine gute Möglichkeit, könnt ihr eurem Liebsten oder könnt ihr beide zusammen auch machen, wo es einfach darum geht, wieder in die eigene Kraft zu kommen, in die eigene Energie, Fremdenergien wirklich draußen zu lassen, weil es wirklich einfach darum geht, wenn wir in unserer Kraft sind, dann sind wir am stärksten und wir wollen keine Fremdenergien. Deswegen Cord Cutting nennt man das. Ihr könnt auch gerne auf meine Internetseite gehen. Ich habe da gerade eine Meditation zu gemacht. Und geht dann einfach mal auf die Internetseite avalonrituals.com, geht auf Meditation und da ist die Cord Cutting bzw. energetische Schnüre trennen Meditation. Und wenn ihr euch im Newsletter eintragt, dann bekommt ihr auch noch einen Gutscheincode, dass ihr auch 10% quasi Gutschein bekommt. Könnt ihr auch gleichzeitig, falls ihr eine Kartenlegung selber noch buchen wollt, mit oben drauf packen, bekommt ihr auch 10% auf die Kartenlegung. Und dann könnt ihr auch gerne mal darauf schauen, falls es hier wirklich darum geht, sich von jemandem energetisch abzutrennen und zu sagen, so, wir müssen das jetzt bereinigen, wir machen jetzt diese Cord-Cutting-Meditation. Es geht nur 7 Minuten, ist relativ schnell und easy und danach seid ihr definitiv mega entspannt. Mich hat es mega weggeballert, ehrlich gesagt. Also es war mega cool. Wir haben hier nämlich auch wieder den König der Kelche. Also ich habe schon das Gefühl, hier ist jemand, der ist wirklich auch verliebt in euch. Ihr seid genau, oder du bist genau das, was diese Person sich wünscht. Die Person ist genau das, was du dir wünschst. Und das sehe ich hier auch. Ne? Hier ist wieder Freude, das Leben genießen, neue Gefühle und hier nochmal eine Stabilität. Also wir haben stabil, stabil, stabil. Da ist was zum Durcharbeiten, da ist ein bisschen Geduld erfordert, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, für diejenigen von euch, die den Glauben daran noch nicht verloren haben, bleibt dabei, denn das wird gut. So ihr Lieben, Stiere, gebt mir doch mal Bescheid, ob ihr mit dieser Kartenlegung resoniert. Ich finde, es war eine Wahnsinnslegung hier. Wenn ihr resoniert, einmal den Daumen hoch oder kommentieren oder den Kanal abonnieren. Link zu meiner Internetseite unter dem Video, wie immer. Und dann bin ich mega, mega gespannt auf euer Feedback. Denn ich habe das Gefühl, diese Situation war schon hier sehr präzise. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.